Volontär bei der Orangutansee ist nicht immer das Zuckerschlecken. Bohren, schaufeln, pickeln, schwitzen bei dieser Hitze. Aber all das geht vergessen, wenn man mit dem Sahur auf das Bötli darf, auf die Insel zu den Orangutans. Der Sahur macht das Essen parat, wenn er den Orangutans auf die Insel wirft. Und wenn er mal nicht trifft, dann fischt der Romeo halt selber raus. Und weiter geht's zur nächsten Insel. Dort erwartet uns Schutzfanny. Und weiter geht's auf die Insel mit der Merin und ihrem witzigen kleinen Marlon, der uns zeigt, wie gut er schon klettern kann. Mami Merin schaut aber immer ganz genau, dass wir ihrem Marlon nicht zu nahe kommen. Auf der nächsten Insel turnt Isti und holt sich ein Bambusrohr, das mit feinen Sachen gefüllt ist. Eine Insel weiter zeigt der Rihanna ihres Baby, der Ricky, was für Kletterkünste er schon drauf hat. Und so fahren wir von einer Insel zur anderen, bis alle genug zu essen bekommen haben. Wenn man mal ein paar wenige Augenblicke den Orangutan so nahe sein darf, dann vergisst man das nie mehr. Wenn man ihre Augen schauen kann und sie so nahe sind, das geht mit ins Herz.